Es ist Nacht. Ich könnte in meinem Bett liegen und schlafen, es wäre nötig. Aber zuerst will ich schreiben. Heute ging ich weit über den Sand, in den Klauen eines bitteren Winds. Der Wind war fest entschlossen, mich zum Umdrehen und zur Rückkehr nach Hause zu bewegen. Und ich war ebenso entschlossen, weiterzugehen. Ich ging weiter. Es gibt eine bestimmte Art von Wind. Wenn man in ihm geht, steigt der Mut bis zur Ekstase. Heute fegte der bittere Wind über mich hinweg und um mich herum und in die fernsten Ecken meines Gehirns und fegte die falschen Vorstellungen davon und beutelte meine Philosophie mit rauer Unleidlichkeit. Die Welt besteht hauptsächlich aus nichts. Davon kannst du dich überzeugen, wenn ein bitterer Wind deine falschen Vorstellungen davongefegt hat. Was ist der Wind? Nichts. Was ist der Himmel? Nichts. Was wissen wir? Nichts. Was ist Ruhm? Nichts. Was ist mein Herz? Nichts. Was ist meine Seele? Nichts. Was sind wir? Wir sind nichts. Wir denken, dass wir in den Künsten und Wissenschaften wunderbare Fortschritte machen, so wie auf ein Jahrhundert das nächste folgt. Was kommt dabei heraus? All das lehrt uns nichts über das Warum. Wir können nicht aufhören, uns zu fragen, was wir hier machen, wohin wir gehen. Niemand lehrt uns, warum das Grün im Frühling in die alten Hügel wiederkehrt. Warum die gute Balsampappel nach dem Regen nass und süß glänzt. Warum das Rot zuverlässig am Hals des Rotkehlchens erscheint, das Schwarz an der Krähe, das Grau am kleinen Zaunkönig. Warum der Sand und die Ödnis sich um uns herum ausdehnen. Warum die Wolken hoch über uns schweben. Warum der Mond am Himmel steht, Nacht für Nacht. Warum die Berge und Täler weiterleben, während die Jahre vergehen. Die Künste und Wissenschaften kommen immer weiter voran. Und wir wundern uns. Wir haben noch nicht aufgehört zu weinen. Und wir leiden 1901 noch genauso, wie sie 1801 litten und auch schon 801. Heute essen wir unsere guten Mahlzeiten mit Gabeln. Vor 1000 Jahren hatten sie keine Gabeln. Doch obwohl wir Gabeln haben, sind wir nicht glücklich. Wir schreien und treten und winden uns und weinen genauso wie vor 1000 Jahren, als sie keine Gabeln hatten. Mitten in unserem großen Wundern wundern wir uns, warum manchen von uns gegeben ist, ohne Nachfragen zu glauben, während wir anderen uns fragend die Eingeweide auffressen. Einmal ging ich im Sommer einen kleinen Sumpf entlang, in dem Minze und Weißdorn wuchsen. Die Minze und der Weißdorn besitzen einen lebhaften, selten köstlichen Duft. Riechst du ihn, möchtest du dich auf dem Boden herumkriechen und denkst, du könntest all deine Tage im Staub herumkriechen und es wäre gut. Der Duft bleibt noch Jahre danach bei dir. Du kannst jeden Tag deines Lebens schreien und treten und dich winden und dein Herz ausweinen, aber sobald du dich beruhigst,
kommt der Duft eines Sumpfes voller Minze und Weißdorn zurück zu dir. Es ist zum Schmelzen schön. Was bedeutet er? Was will er sagen? Teufel, du bist unübertrefflich. Du hast ein großartiges Werk geschaffen. Ich knie dir zu Füßen und verehre dich. Du hast eine Perfektion geschaffen, einen Gipfel feiner, unsichtbarer Verdammnis. Ich schaue hinaus auf die Dächer und Schornsteine. Ich schaue hinaus und habe ein müdes, angeekeltes Gefühl. Menschen sind ekelhafte Geschöpfe. Unter jedem dieser Dächer wohnen ein Mann und eine Frau. Zusammengebunden durch diesen sehr dünnen Faden. Das Eheritual. Samt ihren Kindern, dem Ergebnis des Eherituals. Wie viele von ihnen lieben einander? Garantiert nicht einmal 2 von 100. Das Eheritual ist der einzige, miserable, mickrige Grund, aus dem sie zusammenleben. Das Eheritual, so scheint es, dient oft als Deckmantel für eine Welt recht beschämender Angelegenheiten. Wie tugendhaft diese Leute sind, nicht wahr? Unter ihren fetten Dächern. So tugendhaft sind sie, dass sie sich mit Stolz auf ihre eigene Reinheit aufrichten können, wenn sie einmal in einen Winkel dringen, wo das Eheritual fehlt. So tugendhaft sind sie, dass die Männer es sich leisten können, aus dem Elend jener Ecken, in denen das Eheritual fehlt, Vergnügungen und Ablenkungen zu ziehen. Und die Frauen können schockiert ihre Röcke beiseite ziehen und sich darüber wundern, dass solche Dinge sein können, angesichts ihrer eigenen makellosen Tugend. So leben sie weiter unter ihren Dächern, essen und arbeiten und schlafen und sterben und die Kinder werden groß und suchen sich andere Dächer und berufen sich auf das Eheritual wie ihre Eltern vor ihnen und dann essen, arbeiten, schlafen und sterben auch sie und so weiter. Ich werde mich nie des Eherituals bedienen. Ich melde hiermit einen diesbezüglichen Schwur an, Teufel. Wenn ein Mann und eine Frau einander lieben, reicht das völlig aus. Das ist Ehe. Ein religiöses Ritual ist überflüssig. Und wenn der Mann und die Frau lieblos zusammenleben, kann kein religiöses Ritual der Welt das in eine Ehe verwandeln. Die Frau, die so etwas macht, braucht sich keinen Hauch besser zu fühlen als ihre niedrigste Schwester auf der Straße. Steht sie nicht vielmehr ein Stück niedriger, da sie etwas vorspielt, was nicht wahr ist? Die tugendhafte Frau? Während die Gefallene nichts vorgibt. Sie trägt ihren Namen auf dem Ärmel. Wenn ich mich dafür entscheiden müsste, als eine der beiden zu leben,
wäre ich lieber die, die ihren Namen auf dem Ärmel trägt. Ohne zu zögern, immer das geringere Übel. Ich kann mir nichts auf der Welt denken, das der äußersten Kleinmütigkeit, der Schäbigkeit, der Verächtlichkeit, der Erniedrigung jener Frau gleichkäme, die unter einem gemeinsamen Dach an einem Mann gebunden ist, der ihr eigentlich nichts bedeutet, die den Namen dieses Mannes trägt, die Kinder des Mannes austrägt, die die tugendhafte Frau spielt. Es gibt davon in der Welt gerade viel zu viele. Möge ich niemals, sage ich, jenes abartige, gnadenlose Tier werden, jene missgebildete Monstrosität, eine tugendhafte Frau. Alles, Teufel, nur das nicht. Und daher habe ich, wenn ich über die Dächer und Schornsteine blicke, ein müdes, angeekeltes Gefühl.